Hallo und willkommen bei den Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut. Wir möchten euch heute Star Wars The Deckbuilding Game vorstellen. Es ist bei Asmodee erschienen. Es ist für 2 Spieler und der Autor ist Caleb Grace. Ja, und eine Altersangabe gibt's nicht, denn jeder, der lesen kann und der Star Wars liebt, wird das Ding einfach spielen können. Und um was geht es? Ja, wir haben hier einen klassischen Deckbuilder, wobei dieses Mal werden wir in die Rolle von Rebellen und natürlich dem Imperium schlüpfen. Wir werden hier uns einen ordentlichen Schlag der Abtausch geben. Wir versuchen natürlich hier dem Gegner nichts zu gönnen und seine Stützpunkte zu zerstören. Wie das genau funktioniert, erzählt euch Angelo in den Regeln und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ihr seht hier Star Wars The Deckbuilding Game schon mal aufgebaut. Was seht ihr hier? Zum einen haben wir hier einen Nachziehstapel. Wir haben ganz typisch für den Deckbuilder eine Auslage an Karten, die wir uns in unser Deck kaufen können. Dann haben wir hier die Outer Rim Piloten. Das ist ebenfalls eine Auslage, die können wir uns kaufen. Die gibt uns Vorteile und nachher im Spiel können wir diese Karte wieder ablegen, um quasi Macht zu bekommen. Dann hat jeder hier einen Stützpunkt. Da gibt es 2 Startplaneten. Insgesamt gibt es 10 dieser Stützpunkte. Ihr sucht euch 5 dieser Stützpunkte aus. Mit diesen wird gespielt. Und ich habe gesagt, es ist ein Spiel für 2 Personen. Also brauchen wir eine Rolle Rebellen und eine Rolle Imperium. Sehr gut. Melly war nicht darauf vorbereitet, deswegen seht ihr hier... Nee, ich mag die Rebellen einfach mehr. Okay. Ja, wir haben auch Katzen, die Luke, Rey und Leia heißen. Deswegen seht ihr hier jetzt gleich die Auslage für meine Fraktion. Das sind die imperialen Einheiten, also das Imperium. Und Melly hat hier drüben die Rebellen mit ihrem Stützpunkt. Diese Ressourcenhalter bzw. Aufbewahrung und Ressourcenschalen, die sind nicht mit dabei. Die sind von der Brettspiellösung. Wir haben hier noch ein kleines Spielboard. Da wird die Macht angezeigt. Da können wir die Macht verschieben sozusagen. Dann haben wir hier diese pinken Cubes. Die geben nachher den Schaden an. Die gelben sind Ressourcen. Das ist dieser Einkaufswert. Star Wars The Deckbuilding Game ist, wie der Name schon sagt, ein Deckbuilder. Das heißt, wir werden hier nach und nach versuchen, unser Deck stärker zu machen. Wir müssen diese Stützpunkte zerstören. Wenn ein Spieler es geschafft hat, 3 Stützpunkte vom Gegner zu zerstören, dann hat er eine Partie Star Wars The Deckbuilding Game für sich entschieden. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ich habe gesagt, ganz klassisch ein Deckbuilder. Wir haben hier zu Spielbeginn den ersten Stützpunkt. Die übrigen 4 Karten, die nehme ich jetzt einfach mal auf die Seite. Denn wenn dieser Planet zerstört werden würde, darf ich mir hier einen neuen raussuchen. Wir haben also jetzt hier 10 Startkarten, die werden klassisch gemischt. Davon ziehe ich 5 Karten. Ich bin der Startspieler. Ich spiele meine Karten aus. Und was sind auf diesen Karten oder was ist auf diesen Karten zu sehen? Zum einen haben wir hier ganz normal den Namen der Einheit. Wir haben hier verschiedene Ressourcentypen. Wir haben hier dieses kleine Viereck. Das sind Ressourcen. Das ist das Gelbe. Das ist der Einkaufswert. Wir haben hier oben so ein kleines Schlachtschiff. Hier beim Stormtrooper oder beim Sturmtruppler ist es eine 2. Das ist der Angriffswert. Und was jetzt hier nicht drauf ist, das wäre noch der Machtwert, denn jedes Mal, wenn ich Macht über eine Karte bekomme, darf ich hier die Macht in der entsprechenden Fraktion verschieben. Was mache ich jetzt also mit meiner Hand? Ich lege sie gerade nochmal hier offen aus, denn ich habe ja 4 Ressourcen gesammelt. Dafür kann ich mir was kaufen und ich mache 2 Schaden. Als Beispiel würde ich mir jetzt hier diese 4 Ressourcen nehmen und ich könnte mir jetzt eine von meinen Einheiten kaufen. Ich darf natürlich keine Rebelleneinheiten kaufen. Deswegen, der Spieler, der die Imperialen spielt, legt die Auslage für die Imperialen Einheiten so, dass er sie lesen kann und der Rebellenspieler legt sie so, dass er die Rebellen lesen kann. Dann haben wir noch diese neutralen Karten. Das sind diese hier, die gehören zu keiner Fraktion. Wenn ich mir als imperialer Spieler also jetzt so eine Karte kaufe, dann kommt sie zu mir ins Deck oder ich kaufe mir eine von meinen imperialen Einheiten. Das mache ich einfach mal. Ich schnappe mir hier diese Karte für 4, habe meine 4 Ressourcen verbraucht. Die kommt auf meinen Ablagestapel. Jetzt habe ich noch 2 Angriff über. Die kann ich hier auf Mellys Stützpunkt machen. Der hat hier unten 8 Leben. Ich kann aber alternativ, wenn ich möchte, eine Karte aus der Auslage zerstören. Das ist relativ neu bei einem Deckbuild. Das kenne ich so noch nicht. Das geht hier bei Star Wars The Deckbuilding Game. Geht das aber. Ihr müsst aber in dem Fall die Kampfstärke also direkt haben. Das heißt, mit meinen 2 Angriff könnte ich diese Karte hier zerstören. Die kommt dann aus der Auslage raus. Oder ich sage einfach, zack, ich lege diesen Schaden hier auf den Stützpunkt. Jetzt hat Mellys Stützpunkt nur noch 6 statt 8 Leben. Der Vorteil ist es, wenn ich eine von diesen Karten zerstöre, dann bekomme ich immer den Boni, der hier oben steht. Und Melly hat diese Karte nicht mehr zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist es das gleiche Spiel. Wenn der Rebellenspieler, Spielerin eine von meinen Karten zerstört, kriegt man hier oben die Belohnung. Und ich habe ebenfalls diese Karte nicht mehr zur Verfügung.
Was wäre ein Star Wars Spiel ohne Macht? Deswegen gibt es ja dieses Machtboard. Und das gibt eigentlich nur an, wenn ich es schaffe, meine Macht komplett in meinen Bereich zu ziehen und die Runde beginnt, dann bekomme ich hier immer eine Ressource, also einen Einkaufswert. Aber es gibt auch Karten, die sagen, wenn die Macht mit mir ist, dann darf ich spezielle Karteneffekte auf den Karten triggern. Das Ganze geht natürlich nicht, wenn die Macht neutral ist, beziehungsweise der Rebellenspieler oder dagegen der andere Spieler die Macht hat. So, die Karten würden aber immer sofort aufgedeckt werden, deswegen legen wir hier nochmal eine neutrale Karte hin. Vielen Dank, Melli. Eine Art von Karten habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt, das sind diese Schiffe. Die gibt es sowohl als Rebellenschiff, als neutrales Schiff oder auch als imperiales Schiff. Das ist jetzt hier nicht da. Ich lege das Ganze mal auf die Seite, weil das ist elementar wichtig. Wenn ich hier so ein Schiff mir kaufe und ich ziehe es von meinem Nachziehstapel, dann lege ich das ebenfalls vor mir aus. Ich bekomme die Effekte, die diese Karte angeben. Ich darf nämlich immer mir diese Ressourcen bzw. Macht hier oben nehmen und ich darf auch noch diesen Karteneffekt ausführen. Und der Vorteil von solchen Schiffen ist, sie schützen meinen Stützpunkt. Das heißt nämlich, wenn Melli jetzt Schaden machen würde, beispielsweise 2 Schaden, dann gehen die erstmal hier auf meinen Sea-Rock-Kreuzer anstatt auf meinen Stützpunkt. Das ist so ein bisschen ja, wie so ein kleines Schutzschild. Das war's jetzt aber wirklich mit den Regeln, wie uns das Ganze gefallen hat, in einem kurzen Fazit. So, das waren die Regeln. Kurz und knackig ist ein Deckbuilder relativ bekannt. Ihr habt jetzt alles gesehen, was gesehen werden muss. Und jetzt könntet ihr eigentlich schon loszocken. Falls ihr das Spiel jetzt noch nicht habt, haha, wir haben nämlich Glück. Wir haben hier nämlich ein Originalspiel hier. Und das würden wir heute einfach hier mit im Video verlosen. Ich sag einfach mal, ihr habt ab Ausstrahlung des Videos 7 Tage Zeit. 7 Tage Zeit, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und eine deutsche Postanschrift haben, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ihr müsst dazu natürlich in die Kommentare was reinschreiben, sonst können wir euch nicht auslosen. Nochmal vielen Dank an Asmodee zur Verfügungstellung von diesem Verlosungsexemplar, von diesem Giveaway. Gehen wir zum Fazit über? Genau, wir gehen jetzt direkt zum Fazit über und was soll ich sagen? Ja, natürlich kommen wir erstmal auf die Grafik zu sprechen und was soll auch die Grafik anderes bieten als natürlich Star Wars und zwar volle Röhre, volles gepacktes Ding und diese Grafik kommt uns ja ziemlich bekannt vor, wie aus Spielen wie Star Wars Rebellion oder auch Outer Rim und Co. Genau, also wer im Star Wars Fantasy Flight Universum unterwegs ist, der wird die Grafik und Ikonografie sehr schnell verinnerlicht haben. Da gibt es nicht viel auszusetzen, es ist halt einfach Star Wars, die Grafiken sind Star Wars mäßig, sind aber wirklich cool gezeichnet, es ist ein sehr realistischer Look, das mag ich ziemlich gerne. Die andere Seite ist das Spielmaterial. Wir haben hochwertige Karten, wir haben kleine Cubes, die die Ressourcen und auch den Schaden angeben. Das ist jetzt auch nicht mehr so typisch für einen Deckbuilder, hat mir ziemlich gut gefallen. Aber ansonsten ist es halt ein Deckbuilder mit Standardmaterial, da gibt es nichts Außergewöhnliches, gibt aber eigentlich auch nichts zu kritisieren. Gehen wir zur Mechanik über, das ist ja das Herzspiel oder das Kernstück von diesem Spiel. Es ist ganz klassisch ein Deckbuilder, der erfindet das Rad auf gar keinen Fall neu. Es wird ja immer so ein bisschen mit Star Realms verglichen. Und wenn ihr Star Realms kennt, dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ja, es ist sehr ähnlich. Gehen wir vielleicht ganz am Schluss nochmal ein bisschen drauf ein. Was mir hier aber wirklich cool gefällt, ist zum einen, dass sich jede Seite sehr, sehr thematisch spielt. Also hier gibt es so Synergien zwischen den Karten, wenn ich eben den Captain des Todessterns habe und ich habe den Todesstern als Stützpunkt ausgerüstet, dann kann ich hier quasi Synergien triggern, dann mache ich den Todesstern stärker und ich mache meinen Captain stärker. Und so haben die Imperialen ihre Stärken und eben auch die Rebellen ihre Stärken, weil Melli spielt mir ganz gern Han Solo. Genau, ich spiele sehr gern die Rebellen und auch bei den Rebellen gibt es eben diese Synergien. Wenn zum Beispiel Han Solo seinen Falken dabei hat, dann hat er natürlich Vorteile. Da zieht er nicht nur eine Karte, nein, er zieht dann auch sogar 2 Karten nach, was relativ stark ist. Und auch die Macht sollte man nicht unterschätzen, denn die Macht möge mit uns sein und diese ist richtig cool. Sowas gibt es ja normalerweise auch nicht im Deckbuilder, dass man hier nochmal so was Zusätzliches sagt, sag ich mal. Denn diese Machtleiste ist ja hier und da kann jeder Spieler Einfluss drauf nehmen. Und wenn eben diese Macht mit mir ist, dann kann es sein, dass eben diese Karten noch heftiger, besser triggern. Das heißt dann auf einmal, ja, Angelo, du müsst eine Karte abwerfen, aber mit mir ist jetzt die Macht, deswegen wirfst du eine zufällige Karte ab und darfst du dir nicht aussuchen. Und das kann dann ganz schön wehtun, weil er dann seine Karten kurz mischt und eine abwirft und dann zack ist es eben der Todesstern und ha, bringt mir noch mal ein bisschen mehr zum Schnaufen und weniger Schaden. Genau,
Eine andere Komponente, die ich cool finde, sind einfach diese Einheiten, die man aus Star Wars kennt. Es macht einfach wahnsinnig Bock, wenn ich mir so einen Sternenzerstörer kaufe und dann den hier auslege. Da habe ich so ein Monster an Schiff vor mir ausliegen. Der macht auch brachialen Schaden. Und Wenn es dazu kommt. Und umso schlimmer finde ich es dann natürlich, wenn mir so ein Sternenzerstörer zerstört wird. Auf der anderen Seite schützt der auch meinen Stützpunkt. Das ist also so ein bisschen, kann ich das Ganze rausziehen, dass mein Stützpunkt hier zerstört wird. Die Stützpunkte ebenfalls sehr cool gemacht. Ihr habt, wie gesagt, 10 verschiedene Stützpunkte. 5 werden euch empfohlen als Beginner-Setup durch die Effekte. Wenn ihr erfahren seid, könnt ihr euch aus diesen 10 Stützpunkten 5 rausnehmen. Ihr spielt die in einem Spiel, das heißt, mein Todesstern wird zerstört. Dann gucke ich mir meine anderen Karten an und schaue mir, welchen Boni habe ich jetzt vielleicht. Da gibt es dann so Karten wie, wenn ich diesen Planeten ausspiele mit der Schiffswerf, darf ich mir sofort eine Karte gratis aus der Auslage nehmen, hole ich mir vielleicht die sehr teure Sternenzerstörerkarte, muss dafür nichts blechen. Sehr cool. Ja. Jetzt nochmal zum Level vom Spiel her. Also ich würde sagen, das können auch wunderbar Spielbeginner, Familienspieler spielen. Es ist eben ein typischer Deckbilder. Wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich nur noch ein bisschen diese Texte lesen, die Synergien finden und drauf losspielen. Denn das ist relativ einfach. Man hat noch eine kleine Übersichtskarte. Da ist es nochmal aufgegliedert, wann was ist. Und so kleine, Schlagwörter, sage ich einfach mal, was passiert, wenn da dran steht, macht das und das, ist hier nochmal kurz aufgeschrieben. Ansonsten gibt es noch eine kleine Errata sogar mit in der Anleitung drin. Also das dürfte dann gar kein Problem sein, sobald eben die Kinder auch lesen können, würde ich mal behaupten. Und dann kann dieser Schlagabtausch beginnen. Und dieser Schlagabtausch, der ist heftig, der ist schnell. Und jedes Mal komme ich ins Schwitzen, muss ich sagen. Denn man denkt sich immer so, oh mein Gott, jetzt greife ich da gleich meinen Stützpunkt an. Hoffentlich hebt er noch eine Runde durch oder keine Ahnung, dann habe ich eine Karte. Zack, ich kann dann wieder irgendwas reparieren und ich gebe dann ordentlich Schaden zurück. Oder ich zerstöre so ein AT-ST aus der Auslage, weil ich genau weiß, meine Güte, wenn den Anschluss in Besitz nimmt, dann wird es echt böse für mich. Deswegen zerstöre ich das, kriege einen kleinen Boni, setze diesen Boni sofort ein und so weiter und so fort. Ihr seht eigentlich schon, was das Fazit euch sagen möchte. Genau, also uns hat Star Realms sehr, sehr gut gefallen. Star Wars sehr gut gefallen. Es hat starke Ähnlichkeiten zu Star Realms. Man darf jetzt aber nicht sagen, es ist eine Kopie von Star Realms, denn auch zum Beispiel Shards of Infinity hat sich schon an diesen Grundmechaniken von Star Realms bedient. Es macht trotzdem viel Eigenes, quasi diese Karten, die für mich einen Effekt haben, wenn der Gegner ihn zerstört, hat er diesen Zerstörungseffekt, das ist sehr cool, die Machtleiste ist cool, das Thema ist eben cool, die Synergien sind sehr cool. Also für alle Star Wars-Fan würde ich fast sagen, auf jeden Fall angucken, wenn ihr Bock auf ein Deckbilder habt. Genau, und Star Realms ist und bleibt ein richtig cooler Deckbilder. Er hat eben seine eigenen Mechaniken, er spielt sich ein bisschen anders. Man kann es eben auch zu viert spielen. Hier würde ich wirklich sagen, Sweet Spot ist 2, bleibt 2, soll ja ein fetter Schlagabtausch sein. Denkt nochmal dran, es gibt dieses Exemplar zu gewinnen. Schreibt gerne was in die Kommentare rein, dann nehmt ihr automatisch teil. Ja, und dann soll es doch das gewesen sein. Vielleicht habt ihr ihn schon probiert beim Release und sagt, ja, wow, voll geil das Spiel oder boah, mit Deckbilder kann ich gar nichts anfangen. Würde uns freuen, wenn ihr hier einfach was in die Kommentare mit reinschreibt. Lasst uns diskutieren. Ansonsten lasst gerne ein Abo und auch ein Like da, wenn nicht schon passiert. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao.